Prosit Neujahr! Bist du auch ins neue Jahr hineingesprungen? Ich springe jedes Jahr von einem Stuhl oder einem Sofa. Inzwischen gibt mein Jan mir die Hand, damit mir auch nichts passiert dabei. Und bei diesem Sprung versuche ich es zu erleben, dieses freie, offene neue Jahr, in dem alles möglich ist, in dem der Zauber in der Luft liegt, in dem es neu riecht, das Licht der ersten Januartage, versuch es zu erleben. Ja, und wenn du dann an dein eigenes neues Jahr denkst, dann überleg dir ein Motto für dieses Jahr. Etwas, was dich begleiten kann durch dieses Jahr hindurch, und schreib dir dieses Motto auf die erste Seite deines Kalenders. Vielleicht ist da darunter dann auch noch Platz für ein, zwei Vorhaben in diesem Jahr, die du immer wieder mal anschauen kannst, kleinere und größere. Und dieses Motto kann dich begleiten, so wie mich mein Motto begleitet. Und das lautet: Dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Das ist immer noch mein Motto, denn zum freudevollen Älterwerden, das ja auch bei mir begonnen hat mit 60, gehört es dazu, dass ich mir immer wieder sage: Susanne, schau nicht zurück, halte nicht fest an den alten, schönen Zeiten und den Erinnerungen, versuch sie nicht wieder heraufzubeschwören, erinnere dich daran, aber gehe weiter, schaue nach vorn. Und in jedem Alter ist es gut, nebenbei nach vorne zu gucken. Und vielleicht ist das auch ein Motto für dich. Der Spruch von Martin Walser: Dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Ein gutes neues Jahr.